Ein Zimmer ist 4,5 Meter breit und 6 Meter lang. Der Fußboden soll mit quadratischen Steinplatten belegt werden. Frage: Wie groß dürfen diese Platten höchstens sein, wenn man keine Platte zerschneiden möchte? Stellen wir uns also solche Quadratchen vor und eventuell noch solch ein Gitter. Hier sehen wir, dass 12 solcher Quadratchen längs dieser Länge von 6 Meter passen und 9 solcher Quadratchen längs dieser Breite von 4,5 Meter. Also, solche Quadratchen passen. Aber hier wird gefragt, diese Quadratchen so groß wie möglich zu nehmen. Nehmen wir ein Quadratchen etwas größer. Längs dieser 6 Meter haut das hin. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, aber längs dieser Breite nicht. Denn wir haben hier einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann bleibt hier noch ein Stückchen übrig. Und um das zu belegen, müssten wir solch eine Platte zerschneiden. Und das möchten wir nicht. Gibt es nicht noch eventuell größere Quadrate, für die man nicht zerschneiden muss? Wir suchen hier selbstverständlich den größten gemeinsamen Teiler von diesen 6 Metern und von diesen 4,5 Metern. Damit wir mit natürlichen Zahlen arbeiten können, drücken wir diese Meter in Dezimeter aus. Diese 6 Meter, das sind 60 Dezimeter und 4,5 Meter, das sind 45 Dezimeter. Und von dieser 60 und dieser 45 suchen wir den GGT. Also machen wir für diese zwei Zahlen zuerst eine Primfaktorenzerlegung. 60 geteilt durch 2 macht 30, geteilt durch 2 macht 15, geteilt durch 3 macht 5, geteilt durch 5 macht 1. 45 geteilt durch 3 macht 15, geteilt durch 3 macht 5, geteilt durch 5 macht 1. Somit sehen die Primfaktorenzerlegungen von 60 und 45 so aus. 60 ist effektiv 2 hoch 2 mal 3 mal 5 und 45, das ist 3 hoch 2 mal 5. Und da wir den GGT dieser beiden Zahlen suchen, berücksichtigen wir die gemeinsamen Faktoren mit dem kleinsten Exponenten, also 3 mit Exponent 1 und 5 mit Exponent 1. Und 3 mal 5 macht 15. Was also bedeutet, diese Platten haben als maximale Seitenlänge 15 Dezimeter, das heißt 1,5 Meter.